So, weiter geht's diese Woche mit der Landschaftsfotografie. Nicht ganz mein Steckenpferd. Ich finde es immer super schön, aber ich mache es auch viel zu selten. Aber mein Tipp hier wäre: führende Linien. Was bedeuten führende Linien? Linien, die den Blick des Betrachters im Bild leiten, und zwar zu dem Hauptobjekt, das man in den Fokus nehmen will. Wir haben hier das Benrather Schloss. Wir können natürlich auch von irgendwo ein Bild machen. Ich habe mir jetzt aber hier den Aufgang ausgesucht. Warum? Weil diese runde, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, das Runde da, was man im Bild sieht. Das wird mir jetzt im Bild helfen, den Blick des Betrachters zum Schloss zu führen. Kommt mal einmal mit und schaut mal, wie ich das machen würde. So. Ich habe jetzt im unteren Drittel das Benrather Schloss und habe hier die runde Kurve, die den Blick des Betrachters direkt zum Schloss führt. Na, mal gucken, wie es war. Ja, da geht noch was. Nehmen wir das Benrather Schloss mal ein bisschen tiefer. Vielleicht auch hier so ein bisschen tiefer. Hier kann man tatsächlich viel mit Perspektive spielen. Von unten, von oben, verzerren. Alles, was irgendwie das Bild spannender macht. Ah, das ist doch cool. Sehr schön. So, und jetzt möchte ich das Ganze noch mal ein bisschen mit mehr Tiefe haben. Das bedeutet, ich möchte nähere Objekte, also näher zu mir gerichtet quasi, und Objekte im zweiten Bildteil weiter weg, um eben die Linien zu nutzen, den Blick zu führen zum einen und zum anderen auch eben, um Tiefe zu generieren. Ich nehme jetzt den Baum zur Hilfe mit diesem mehr oder weniger hübschen Kübel, die runde Linienführung Richtung Schloss und dann das Schloss. Das heißt, ich habe 2 bis 3 Ebenen, würde ich es jetzt mal so nennen. Ebene Nummer 1, die Linienführung Ebene Nummer 2 in der Tiefe und das Schloss als 3. Ebene. Ich möchte jetzt hochkant fotografieren. Schau mal, wie es mit dem Ausschnitt ausschaut. Der Baum ist eine schöne, also stellt einen schönen Rahmen dar. Ja. Ist schon mal ganz cool. Vielleicht auch mal ohne Baum. So. Das vielleicht später in Schwarz-Weiß. Mal gucken. So, bei Gebäuden oder Architektur ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass wir ein bisschen auf die Symmetrie achten. Heißt, auf führende Linien, dass der Horizont gerade ist. Genau, dass ich das Bild halt schön ausrichte. Ne? Das, was ich fotografieren möchte. Jetzt hier als Beispiel das Benrather Schloss. Habe ich halt hier sehr, sehr schön. Ich habe vorne die Treppen, den Treppenaufgang. Dann habe ich links und rechts habe ich noch einen seitlichen Aufgang. Und das ist alles so ein bisschen bildführend. Das führt halt direkt so zum Schloss. Ne? Also der Blick führt halt direkt so in die Mitte, weil die Linien von außen reinkommen ins Bild und direkt zum Schloss führen. Das ist schon eigentlich perfekt für uns, was wir machen wollen. Ich mache jetzt mal ein Foto, was wir im Querformat machen. Ich möchte halt relativ viel auf dem Bild haben. Also ich möchte das gesamte Schloss drauf haben. Und richte das dann so ein bisschen an der 3. Linie aus. Ich erkläre euch jetzt noch mal ein bisschen, wie ich das genau mache. Und zwar nehme ich das Smartphone und ihr seht ja hier vorne die Wiese. Und ich habe die verschiedenen Drittel und richte das quasi danach aus. Heißt, ich habe hier unten, möchte ich die Wiese haben, den Boden, dann das Schloss und dann ein bisschen Himmel. Genau, und so möchte ich mein Bild machen. Jetzt warten wir mal ganz kurz. Ja,
Also ich möchte diese Drittel einfach aufteilen. Und das wirkt halt im Bild einfach symmetrischer und ist für den Betrachter einfach angenehmer. Genau, dann können wir einmal kurz gucken. So. So ein bisschen, so. Man kann natürlich ein bisschen variieren, auch mit der Drittelregel. Heißt, wenn ich jetzt nicht so viel Boden haben möchte, kann ich den Winkel einfach so ein bisschen verändern. Heißt, ich gehe ein bisschen nach oben und dann setze ich quasi das Schloss auf die erste Linie und habe dann einfach mehr Himmel. So kann man ein bisschen variieren und je nachdem, wenn der Vordergrund jetzt nicht so schön ist, kann man so ein bisschen das so ein bisschen vertuschen. Auch wenn der Vordergrund nicht so schön ist, genau.